1997. Christian Lindner ist 18 Jahre alt und sitzt im Matheunterricht. Ungeduldig wartet er, bis die Glocke klingelt. Schließlich hat er gleich noch einen Lunchtermin mit einem potenziellen Kunden. Vor ein paar Monaten hat er in seinem Schlafzimmer eine Werbeagentur gegründet. Während seine Freunde auf Partys gehen, steckt er in Meetings. Die Leute sagen, dass er seine Jugend genießen soll. Doch Lindner will so früh wie möglich finanziell unabhängig und frei sein. Heute sitzt er als Finanzminister im Bundestag. Im Schnelldurchlauf gelangte er zur politischen Spitze Deutschlands. Für seine Fans macht ihn das zu einem Genie. Seine politischen Gegner sehen in ihm bloß einen machtgeilen Selbstdarsteller. Was steckt wirklich hinter seinem Erfolg? Christian Lindner wird 1979 in Wuppertal geboren. Nach der Trennung seiner Eltern zieht er mit seiner Mutter nach Wermelskirchen. Während seiner Kindheit hat er ein wichtiges Erlebnis, das sein Verständnis von Leistung und Erfolg prägen wird. Der übergewichtige Junge entschließt sich, mit dem Joggen anzufangen, um Gewicht zu verlieren. Später schreibt er, dass ihm diese Erfahrung zeigte, was er durch Willensstärke alles erreichen kann. Während sich der junge Christian für Philosophie interessiert, hören viele seiner Freunde mit 14 lieber Heavy Metal und sind bei der Jugendorganisation der SPD aktiv. In der SPD sind jedoch auch viele seiner Lehrer, was ihn abschreckt. Und bei der örtlichen CDU scheint es ihm primär ums Feiern und Biertrinken zu gehen. Viel interessanter klingt für Lindner die FDP, denn sein großes Ziel ist es, mit 18 eine eigene Wohnung und ein eigenes Auto zu haben, unabhängig zu sein. Der FDP-Ortsverband orientiert sich laut Lindner an dem Leitsatz: Wer eine helfende Hand sucht, findet sie am Ende seines Armes. Diese Einstellung prägt sein politisches Denken. Seit diesem Moment ist der junge Christian begeisterter Freidemokrat. Mit ein paar Freunden gründet er die örtlichen Jungen Liberalen. Christian wusste mit 16 Jahren, dass er Generalsekretär der FDP werden wollte, erinnert sich sein Schulfreund Christopher Peterka. Mit 15 Jahren steigt er zum ersten Mal hochmotiviert in den Wahlkampf für die FDP ein. Doch erinnert er sich, dass er auf dem Wermelskirchener Wochenmarkt mit seinen gelben Luftballons nur spöttische Blicke erntet. Niemand kommt zu seinem Stand. Denn die FDP durchlebt zu dieser Zeit eine ihrer größten Krisen. Seit 12 Jahren ist sie in einer schwarz-gelben Koalition unter Kanzler Kohl und wird längst nur noch als Anhängsel der CDU gesehen. Für den jungen Christian eine ernüchternde Erfahrung, die ihm zu denken gibt. Wie sieht die Zukunft seiner Partei aus? Trotzdem arbeitet er weiter an seinem Plan, mit 18 unabhängig zu sein. Mit 17 gründet er deshalb seine erste Firma, eine Werbeagentur. Schulfreund Christopher wird zum Geschäftspartner. Bald darauf werden die beiden sogar von einem Fernsehteam interviewt. Probleme sind nur dornige Chancen, philosophiert der 18-jährige Lindner in die Kamera, der in dem Beitrag im übergroßen Anzug mit einer geliehenen Mercedes-Limousine zur Schule fährt. Bereits hier führt Christians Selbstinszenierung unter seinen Mitschülern zu gespaltenen Meinungen. Wir waren natürlich ein Stück weit Aliens. Viele hat es irritiert, was wir da gemacht haben, erinnert sich Christopher. Doch nach dem Abitur hat Christian tatsächlich genug verdient, um sich seinen Traum von der Freiheit zu erfüllen. 1999 kauft er sich einen Porsche, mit dem er ab jetzt nach Bonn fährt, um dort Politikwissenschaft zu studieren. Genug Geld zum Volltanken hat er aber nur selten. Ein Sinnbild dafür, wie wichtig Christian seine Wirkung nach außen ist. Gleichzeitig beginnt er auch sofort damit, seine politischen Ambitionen zu verwirklichen. Im Alter von 19 Jahren wird er überraschenderweise knapp auf den letzten Platz in den Landesvorstand der nordrhein-westfälischen FDP gewählt. Aber auch als Unternehmer gibt Lindner weiter Vollgas. 2000 gründet er sein nächstes Unternehmen, dieses Mal aber in einem richtigen Büro mit Angestellten und satten 2 Millionen Euro Finanzierung. Doch hier endet die Glückssträhne des jungen Christian Lindner. Die Internetfirma Momax GmbH floppt und entwickelt wenig Vorzeigbares. Lindner muss 2001 nach nur einem knappen Jahr als Geschäftsführer zurücktreten. 6 Monate später meldet die Firma Insolvenz an. Bis heute gibt es viele Fragen. Wie konnten innerhalb so kurzer Zeit fast 2 Millionen Euro in den Sand gesetzt werden? Wohin genau ging das ganze Geld? Der vermeintliche Wirtschaftsprofi scheitert also mit seinem ersten großen Unternehmen. Für viele wäre eine so deutliche Pleite ein herber Rückschlag gewesen, vielleicht sogar das vorzeitige Karriereaus. Aber nicht für Lindner, denn der sitzt seit 2000 bereits für die FDP im nordrhein-westfälischen Landtag. Mit 21 ist er dort der jüngste Abgeordnete und erhält den Spitznamen Bambi, den er schnell versucht loszuwerden. Lindner macht sich einen Namen in der Landespolitik, bis er 2009 mit 30 Jahren in den Bundestag einzieht und direkt zum FDP-Generalsekretär ernannt wird. Sein Traum, den er als Jugendlicher hatte, ist nach nur 14 Jahren in Erfüllung gegangen.
Lindner will die Partei nun in eine neue Ära führen. Seite an Seite mit zwei anderen jungen FDP-Abgeordneten. Daniel Bahr und Philipp Rösler. Die Presse nennt sie die Boygroup der FDP. Doch die Euphorie hält nicht lange an. Wegen innerparteilicher Konflikte gibt Lindner 2011 seinen Posten auf und geht zurück in die Landespolitik in NRW. Wenig später erlebt die FDP bei der Bundestagswahl 2013 einen historischen Tiefpunkt und fliegt aus dem Bundestag. Der gesamte Parteivorstand tritt daraufhin zurück. Der perfekte Zeitpunkt für Lindners Comeback. 2,5 Monate nach dem Wahldebakel wird er mit nur 34 Jahren der jüngste FDP-Bundesvorsitzende der Parteigeschichte. Jetzt kann er den Imagewechsel seiner Partei selbst in die Hand nehmen. Fernsehauftritte, Interviews, Fototermine. Schnell stilisiert sich der junge Shootingstar während des Wahlkampfs medial zum Gesicht der FDP. Und so führt er seine Partei raus aus der Krise und zurück in den Bundestag. Doch wie zu Schulzeiten polarisiert er mit seinem Auftreten. Einige sehen in ihm ein Politikgenie, der den Liberalismus in ein neues Zeitalter geführt hat. Andere ein Selbstdarsteller mit großem Ego, dessen Politik soziale Probleme und Ungerechtigkeit weiterhin nur verschärft. Was jedoch unumstritten ist, Lindner verstand es schon früh, sein politisches Handeln mit der richtigen Selbstinszenierung zu verbinden. Mit diesem selbstsicheren Auftreten hat er es bis an die Spitze geschafft. Doch was jetzt? Was Lindner und seine FDP für junge Menschen tun und wie er Deutschland fit für die Zukunft machen will, darum geht es in diesem Video von Die da oben. Und eine weitere spannende Biografie ist hier verlinkt. Bis zur nächsten Lebensgeschichte. Der Biograf.